herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Und der Schön. Bauna. Ja, der ist auch da. Zufälligerweise. Ja, ich gucke jetzt mal gerade, ob wir hier noch ein bisschen Milch im Tank haben. Stimmt. 600 Liter. Naja, ist immer ein bisschen besser als nichts. Ich glaube, so ein Käse ist irgendwie 200 Liter oder so. Ich dachte jetzt 100, aber ich Oder bin mir auch 100. nicht sicher. Bin mir auch nicht sicher. So, ich fahre jetzt mal gerade hier in die Molkerei rein, in die Käserei. Molke, Käse. Drei fertige Käse haben wir. Weil die sollte man noch vor 19 Uhr mal schnell. Oder wie ist denn der Preis? Warte. Ich schau gerne alles nach für dich. Käse, ne? 3000 3000. steigend. Ich weiß nicht, auf wie viel geht denn der? Keine Ahnung, wahrscheinlich hoch. Ich habe nicht so eine Liste wie du. Ja, die habe ich nur für die Schwatzing. Ne, dann Was? verkaufen wir noch nicht. Hm. Ja. Warten wir mal bis morgen. Im Moment haben wir ja unsere Finanzkrise überwunden durch den Raps. Ja. Die Finanzkrise aus Frankfurt. Aber warte mal. Stimmt, 255.000 Kredit haben wir ja auch noch. Ja. Ach, eine Sämaschine, eine eigene Sämaschine wäre mal schön. Ja, wir haben halt das Kartoffeldingens gekauft. Ups. Stimmt, wie weit ist es denn jetzt eigentlich? Oh. Wächst halt noch, ne? Wächst noch. Mhm. Und dann Benötigt ist aber. morgen wahrscheinlich erntereif. Benötigt aber auch Kalk. Kalk. Mhm. Ja, aber das war ein neues Feld. Ja. Naja, dann gelassen. Stimmt. Da war was. Ich glaube, genau deshalb haben wir nicht gekalkt, weil wir da keinen Kalkstreuer hatten. Haben wir immer noch nicht. Ja. Also wir hatten eben einen gemietet. Ja. Oder gestern. Aber zu spät. Bam, bam. Hä? Was? Lol. Was ist? Wo ist unser Futtermischer? Hä? Der Dingsmischer ist weg. Der Schweinefuttermischer. Hä? Warte. Warte mal. Jetzt guck grad. Oh ja, hier sind Warnings drin. Hier sind Warnings drin. Der Ding ist auch weg. Was? Ah, ich weiß warum. Warum? Die sind alle weg. Warum? Dreimal darfst du raten. Was haben wir verändert? 1,4. Genau. Die sind nicht 1 von Punkt 4 kompatibel. Ist sehr doof, weil die anderen, die Saatgutmischer und Mischfutter ist auch weg. Ich gehe mich jetzt vergraben. Tschüss. Okay, das Viel Spaß. Heulager, Strohlager passt. Das Heulager auch, glaube Da müssen wir mal reingucken. Oh, ja. Mach mal an. Ah ja, okay. Hä, warum ist da Weil nur 751 drin? wir kein Gras drin haben. War da nicht mehr drin? Nö. Okay. Dann weiß ich, was ich jetzt tue. Aber wir haben keinen Ladewagen, oder? Doch, glaube ich schon. Sollten wir eigentlich. Ah, doch, den Sheepmaker hatten wir. Wo steht denn der? Ich schaue. Wir hatten den, ja, da gebe ich dir recht.
Aber wo der hingegangen ist, weiß ich nicht. Oder gucken wir mal gerade in die Garage rein. Aber ich meine ja auch, dass wir den hatten. Hatten wir auch. Ja, da ist er. Ja, da steht bei den Schafen. Ah. Ich dachte gerade. Oh, hätte ich mich gleich doppelt begraben können. Achso, wir haben den großen Schwader, gell? Ja. Achso, wollte ich jetzt Heu oder Stroh machen? Was soll ich machen? Hm. Heu oder Gras? Wofür brauchen wir denn Heu? Eigentlich ein Gras, oder? Ja, Gras oder ist einfacher zu machen. Oder halt Heu für die Kühe. Was hat man denn sonst immer den Kühen gefüttert? Gras, Heu, achso, ne, Moment. Was hast du gesagt? Mischration, Silage oder Heu? Ich sag nichts mehr dazu. Und die Schafe brauchen auch Heu oder Gras. Ich glaube, dann machen wir einfach generell Heu, oder? Hm? Wenn wir das für beide Tierarten benutzen können. Was? Heu. Heu. Sähst du eigentlich noch an, oder? Nee, ich stehe vorne. Ja, und warum? Weiß ich auch nicht. Der schafft wieder nix. Nix macht der. Ja, jetzt werde ich schon wieder... Ne? Jetzt werde ich hier schon wieder penetriert. Time is money. Und money is time. Money makes the world around. Ah ja. Oder so ähnlich heißt das Sprichwort. Oh Gott, da kommt ja gar nichts raus an Gras. Für was mache ich das überhaupt? Weiß ich nicht. Ich glaube, wir müssen uns Gras kaufen. Nee, mir fällt gerade was ein. Wir können ja das Schafgehege können wir mähen. Ja, stimmt. Aber da wird wahrscheinlich nicht viel mehr rauskommen. Schauen wir mal. Aber was jetzt mal noch dazu kommen könnte, wäre jetzt mal irgendwie, dass man zum Beispiel bei so einer Kartoffelsäemaschine, dass man da den Düngerverbrauch ausstellen kann. Aber weißt du, wenn es schon voll gedüngt ist? Ach so. Das wäre mal super. Schäfchen, geh weg. Ich fahr die ganzen Schäfchen tot. Du machst mal, fährst meine Familie tot. Deine was? Nichts. Meine Familie. War mir gerade nicht sicher, ob ich richtig gehört hatte. Was hat's? Wieso? Ja, ich habe schon gehört, was du gesagt hast, aber ich war mir nicht sicher, ob du das wirklich gesagt hast. Du kennst mich doch. Und schon etwas länger. Ich weiß gar nicht, seit wann wir uns kennen. Keine Ahnung. Seit irgendeinem Livestream. Stimmt. Ja, aber seit welchem? Muss vor dem zweiten gewesen sein. Ah, 2000 Euro haben wir gekriegt. Nur durch die Eier, gell? Ach so. Waren vier Kisten Eier waren drin, glaube ich. Wie beim zweiten Livestream oder so. Oder was 24 Stunden Livestream, meinte ich. Ach so. Nach dem Eierpreis können wir auch stimmt. Mal gucken. Nee, da war ich schon davor dabei. Sag ich ja. Vor. Aber... Boah, Alter, 6300 für Eier gibt's. Was? Ja, im Hofladen. Ach, lol. Boah, wir verpennen echt alles. Nee, war doch gut. Hatten wir nicht mehr Eier? Ja, ein halber Karton war vielleicht noch im Gehege.
im Gehege von meiner Familie. Sind Hühner jetzt auch deine Familie? Ja, das ist, die Hühner sind meine Großeltern. Und die Schafe sind meine normalen. Hey, ich glaube, ich nenne die Folge die Verwandtschaft von Tigerfarm oder so. Kannst auch die Verwandtschaft von Hans Peter schreiben. Oh, ich muss in der nächsten RP-Aufnahme muss ich wieder Mehrwertsteuer ausrechnen. Tja, mach das doch gleich. Ja, wenn man eine 5 Stunden lange Dienst bekommt. Wie heißt es? Bestellung? Ach komm, meine Bestellung muss der nächste Folge auch abarbeiten. Ach da, ja. Aber das musst du mir am RP noch sagen. Das weiß ich ja am RP nicht. Nee, muss sowieso vorher noch was anderes erledigen. Wenn ihr wissen wollt, wie es im RP aussieht, dann schaut gerne in den Folgen um 14 Uhr auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Und ja. Wenn ihr wissen wollt, wie es in Minecraft aussieht, um 16 Uhr. So schaut's aus. So. Dann ist hier drin mal gemäht. Na, gehst du auf? Ich muss links drücken. So intelligent bin ich ja auch, junger Mann. Echt? Hält er mich für doof hier? Nö. Gut. Dann ist ja alles okay. Warum sollte ich? Ich vermute nur, dass unser Schwader zu groß ist. Wir hätten den kleinen Zweikreisel kaufen sollen. Ja, kauf doch noch den Zweikreisel zusätzlich. Warum denn? Das macht ja null Sens, Junge. Ja. Einen Sinn hat es. Aber ich glaube, den Sinn möchtest du nicht hören. Ich glaube, das tut dir dann im Kopf weh. Naja, wir müssen ja gucken, dass wir hier irgendwie... Was kostet der? Ich nehme mal an, wir kommen halt mit dem nicht an das Gras ran. Alter, der... Den kriegt man noch für 50.000 kriegt man den noch los. Der kleine kostet. Ich glaube, ich fahre kurz zum Händler und tausche den gegen den Zweikreisler. Nee, lass den doch. Damit kriege ich aber das Stroh nicht, das Heu nicht zusammen. Nicht? Durch die engen Flächen. Hast du schon ausprobiert? Siehst du, hast du nicht. Dann hat der Händler zu, bis ich fertig bin. Dann kriegen wir gar nichts mehr gebacken. Nur noch gekocht. Wie soll denn das gehen? Wie soll denn das gehen, bitte? Hier. Wo soll ich denn hier ausklappen? Ja, da drin. Ja, es geht aber auch um hier draußen. Ach so. Da habe ich selbst mit dem Zweikreisel wahrscheinlich Probleme. Ja, warum hast du auch hier gemäht? Weil ich alles Gras mitgenommen habe, was ging. Dann müssen wir es halt so aufsammeln. Ja, nimmst hier, kriegst du eine Gabel und dann kannst du aufsammeln. Nein, mit dem Ladepark. Verkauf die. Müssen produktiv sein. Der Vierkreiselschwader ist produktiv. Ja, aber bei großen Wiesen. Wir haben keine großen Wiesen. Dann müssen wir später wieder einen großen Schwader kaufen. Der Zweikreisel reicht erstmal eine Weile. Downsizing, um zu maximizing. Alles gut? Ja, ich muss nur meine Hut ausmessen. Vor allem hier stellt er wieder die Anhänger ab und holt sie nicht ab. Oh, gehen da bei dem die Tore zu? Bei wem? Beim Pferdedings da. Papa. Ich bin mir nicht sicher. Nee. Hat er Öffnungszeiten? 20 Uhr. Also gehen sie zu. Ja. Aber halt um 20 Uhr. Ja, ich krieg den weg.
meinen Pyjama-Anhänger. 55.000 kriegt man sogar noch dafür. Tut mir leid, ich muss meine Frust auslassen. Hey, guck mal, wir haben jetzt 57.000. Wir könnten uns fast die Sämaschine kaufen. Fast. Fast. Fehlt noch 50.000. Kostet 100.000? 104.000. Dammit. Ich stelle mal gerade die Anhänger raus, ey. Bevor die nachher Matsch sind. Oh, die kann ich vorne gar nicht anhängen. Tja, ziehen wir die auf die andere Straßenseite, da können sie stehen bleiben. Ach, das aber im RP mit der Typhoon-Seite, das ist echt... Der ist komisch, dass das nicht mehr geht. Ich meine wirklich, dass da ein anderer Mod irgendwie mit drin hing. Irgendwer hatte davon was erzählt. Ich glaub Jonas. Weißt du, was wir uns kaufen können? Was? Überleg mal. Was kostet 55.000? Die Gewächshäuser. Kauf die mal. Also du bist, ja, du bist gleich fertig. Wenn du fertig bist, passt. Da ist er ganz schnell dabei. Geld ausgeben. Guck mal, und alles nur, weil ich den Schwader verkauft habe. Ich mache gerade totalen Blödsinn. Warum schwader ich jetzt schon, wenn ich nachher nochmal Heu wenden muss? Kannst du mir das mal verraten? Och lol, Gewitter. Wo ist Gewitter? Bei mir. Echt schon wieder? Schon wieder. Zurzeit geht's rund. Ja. Gerade der Zweikreiselschwader passt gerade hier so durch an dem Weg. Das hat gerade richtig gebumst. Wortwörtlich. Also richtig geknallt. Also bei so einem Wetter will man nicht draußen sein. Das sollte man nicht, ne? Will man auch gar nicht. Selbst ich würde ja auch im Regen rausgehen, aber selbst ich. Selbst das würde ich nicht machen. Was heißt selbst das? Das würde ich nicht machen. Deutsch, Gehirnzentrum, ein. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Am besten alles. Ich höre hier jetzt mal und auf mit der unnötigen Arbeit. Und schaut gerne mal um 14 Uhr vorbei beim RP-Projekt, um 16 Uhr bei Minecraft und um 19 Uhr bei der Hofbergmann. Ciao. Tschüssi.